Nicht nur ein Einknicken in dieser Ebene mit Elektrostimulation der vorderen Antagonisten, des Tibialis anterior. Dann haben wir den Rest vom Fuß in der Chopin-Linie. Das ist wirklich die absolute Standardmethode bei der Versorgung von spastischen Kindern. Und die Fußunterseite ist komplett weich. C'est plus facile d'avancer. Okay, das ist ein Riesenunterschied. Wieso? On peut encore le renforcer. Ici, vous voyez bien qu'on coince le talon. Ja. Adapter ou ajuster le degré de mobilisation. Wir machen immer eine Kniekappe. Donc nous faisons toujours une calotte de genou. Lassen Sie das Knie pendeln. Donc pour examiner cela, es ist keine Spastik am Knie, ja. Dann macht man eine macht Orthese. Eine Orthese Sinn. Oui. Ja. À ce moment-là, une orthèse peut arranger le cas du patient. Darüber kommt ja noch Gips. Okay. Liquide pour qu'il remplisse bien les creux. Il ne faut pas qu'il y ait. Plantar ist Stopp. Okay. Donc ça c'est pour arrêter la flexion plantaire de. En bas, pour que tous les creux soient remplis de plâtre. Hein. Bon. Ja, schön. Also man macht es natürlich ganz sauber. Donc il faut le faire bien sûr très proprement. Schön rund. Bien arrondi. Und dann bitte nach 2 Minuten runterschneiden, damit die anderen arbeiten können. Okay. Jetzt würde ich sagen, wir machen mal weiter und die letzten sollen dann hinten dranhängen, oder? Allen Gewölbe, so nennt man das. Au niveau de la voûte péréonéale. Neurologisch gestörte Patienten brauchen hier immer im Bereich des Sprunggelenkes ganz viel Stabilität. Okay, und jetzt die andere Seite. So, ich gehe jetzt rüber und bereite das Thermoforming. Ist an. Die Abrollbewegung findet hier statt. Der Patient will ja so ziehen.
Interview mit dem Herrn.